So. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen am European Campus hier vor Ort und aber auch online. Wir haben circa, das muss ich mal gucken, 41 minus uns drei, also 38 externe Gäste, die uns jetzt noch per Zoom in diesen kurzen Vortrag, na mal gucken, wie kurz, folgen werden. Also ich freue mich, dass das Thema so eine große Resonanz gefunden hat. Weil ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht normal, dass wir bei diesen Veranstaltungen, irgendwie spinnt die Kamera, muss mal eben das wieder ändern, dass wir bei diesen Veranstaltungen so viele Leute hier haben. Und das freut uns natürlich, dass wir mit dem Thema jetzt so viele Menschen anziehen konnten. Und ich hoffe auch, dass es für Sie dann interessant wird. Wir diskutieren derzeit relativ viel über ChatGPT, weil wir glauben, dass es sowohl die Lehre bei uns, insbesondere die Prüfungsseite der Lehre, sehr stark verändern kann. Und zum anderen, weil wir eben auch glauben, dass es die Berufswelt sehr stark verändern wird. Das ist jetzt eine neue Diskussion für uns, weil im Herbst letzten Jahres genau dieses Tool hier, nämlich ChatGPT, ein Reifeniveau erreicht hat, was es schlussendlich ernst zu nehmen macht. Weil meine Erfahrung mit künstlicher Intelligenz bis zum, wann war es denn, irgendwann November letzten Jahres, glaube ich, erinnere mich nicht mehr ganz genau, steht irgendwo auf einem der Slides, war, dass künstliche Intelligenz in der Regel ihren Namen nicht verdiente und eigentlich eher künstliche Dummheit war. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen da Erfahrungen hat mit solchen Sachen. Mein Haus daheim in Grub, wo ich wohne, ist ziemlich vernetzt. Ich habe ziemlich viele Smart-Home-Sachen. So ein Google-Kastell da stehen, wenn ich versuche, mit dem zu reden, das ist ein Albtraum. Ja, wenn ich das davon zu überreden, irgendein bestimmtes Stück zu spielen, das funktioniert nie auf Anhieb. Ja, und wenn ich irgendwie mit jemandem telefoniere und dann sage, ja, guck das mal bei Google Maps nach, dann schaltet sich das sofort ein, will mit mir reden. Also bisher haben wir diese Sachen nicht ernst nehmen müssen, finde ich, weil sie für die meisten Anwendungen keine wirkliche Relevanz hatten, beziehungsweise nicht das Niveau von Menschen erreicht haben. Das ändert sich jetzt gerade und deswegen diskutieren wir das überall, deswegen liest man es auch überall in der Presse und deswegen sitzen wir gemeinsam hier, um mal darüber zu diskutieren. Ich wollte das Ganze heute relativ offen halten, dahingehend, was wir machen. Ein Vorschlag könnte das sein, dass wir so ein bisschen drüber reden, was ist das überhaupt? Dass wir kurz über neuronale Netze reden, was ist das überhaupt? Weil ChatGPT ist am Ende ein riesiges neuronales Netz, was dahinter steht. Und ich glaube, es ist ganz interessant, mal darüber nachzudenken, was ist wirklich ein neuronales Netz, weil viele der Sachen, die man im Moment so liest, dass ChatGPT seine Algorithmen offenlegen soll oder so ein Zeugs, das ist Quatsch, wenn man über neuronale Netze redet. Das ist nicht ein Algorithmus, den man irgendwie drucken kann. Ja, es geht so einfach nicht. Und insofern sind solche Forderungen, die man dann teilweise oder überwiegend von europäischen Politikern und Wissenschaftlern hört, teilweise leider einfach Unfug, weil ein neuronales Netz kann man nicht mal eben in einem Satz beschreiben. Ja, und dann wollte ich eigentlich mit Ihnen einfach mal so Experimente mit ChatGPT machen. Wer von Ihnen hat denn schon mal ChatGPT wirklich benutzt für irgendetwas? Ja, nicht so viele. Also jetzt hier 4 Leute im Raum. Wir hier am Campus haben es auch eher so punktuell genutzt. Ich habe das erste Mal Berührungspunkte da gehabt mit ChatGPT neben den Diskussionen, also dass ich es wirklich aktiv genug genutzt habe, als ich in die Klausurkorrektur im frühen Februar diesen Jahres gegangen bin und mich da über Antworten gewundert habe, die sehr ähnlich sind, aber nicht identisch sind, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr falsch sind. Ja? Und das ist sehr ungewöhnlich, weil wenn es sehr falsche Antworten in Examen gibt, dann sind die meistens identisch oder vollständig disjunkt voneinander. Aber dass sehr ähnliche, aber trotzdem vollständig falsche Antworten da sind, war ungewöhnlich. Und dann habe ich das Ganze mal in ChatGPT eingegeben, habe gesehen, oh ja, da waren Studenten, die online an der Klausur teilgenommen haben. Die dürfen alle Hilfsmittel nutzen, insofern das ist kein Betrug. Ich sage Ihnen, ihr dürft nutzen, was ihr findet. Aber richtig muss die Antwort halt trotzdem sein. Und das war dann das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass in diesen Online-Klausuren circa ja, 30% der Studierenden ChatGPT genutzt haben.
ChatGPT hat diese Antwort nicht richtig beantworten können und ich kann dann später auch erklären, warum das gegebenenfalls so ist, weil ChatGPT kann andere Antworten dann sehr gut beantworten. Insofern, das wäre mein Vorschlag. Ich bin aber auch offen für andere Sachen. Also wenn Sie Fragen haben, können wir jederzeit auf die Themen eingehen, können auch mal damit rumspielen. Ja? Dann wäre das Erste, dass wir einfach mal in ChatGPT reingehen. Jetzt muss ich mal eben einen Browser öffnen. Ich habe wie üblich viel zu viele Sachen gleichzeitig geöffnet. So. Und dann muss ich das mal darüber ziehen. Groß machen. Und dann müssen wir einfach zu openai.com, weil das ist nämlich die Seite, über die man in ChatGPT einsteigt. Das ist die Firma, die dahinter steht, ist ein amerikanisches Unternehmen, hat unterschiedliche Shareholder. Elon Musk war mit dabei, hat sich jetzt stärker zurückgezogen, weil er in einem Conflict of Interest auch ist mit Tesla. Sam Altdorf ist der CEO und einer der Hauptanteilseigner. Und ein ganz großer Anteilseigner ist seit geraumer Zeit jetzt Microsoft, die diese künstliche Intelligenz in ChatGPT auch sehr stark in diese ganzen Tools, also die Suchmaschine Bing hat es heute schon drin. Soweit ich weiß, ich nutze Bing normalerweise nicht. Ich bin so ein Google-Jünger. Und es soll in die gesamte Office-Suite, also Word, PowerPoint und so weiter und so fort eingebaut werden. So, jetzt muss ich hier zu ChatGPT, try ChatGPT. Das klicke ich. Ah, ich muss den Bildschirm teilen. Ja, wie üblich, 37.000 Screens. Ich teile nämlich gerade den falschen, der im Hintergrund ist. Jetzt muss ich den hier. Nein, das ist noch nicht der richtige. New Chat, das ist der richtige. Ich bin halt in dem Alter, wo die Brille nicht immer hilft. So, und dann sieht man sowas, was eigentlich sehr unaufregend erstmal aussieht. Ja, und dann habe ich so im Vorfeld mal ein paar Sachen ausprobiert und diese, jetzt muss ich mir das mal auf den anderen Screen holen, erstmal meinen Mauspointer wiederfinden, weil sonst verdrehe ich mir vollständig den Hals. Außerdem sind hier auch Notizen drin, die ich nicht unbedingt mit allen Menschen teilen möchte. Das ist so mein Notizzettel. So, und das Erste, was ich mal ausprobieren wollte, ist, dass wir einfach ChatGPT die Frage stellen, was ist eigentlich deine Entwicklungsgeschichte? Ich habe hier mir einfach so Fragen vornotiert, die kopiere ich jetzt mal hier rein, weil dieses über die Schulter tippen, das ist immer nur peinlich. Und die Frage, die ich jetzt diesem Chatbot stelle, und ich stelle einfach hier oder ich schreibe da meine Fragen rein und dann antwortet der mir. Also ich fange mal an, bitte beschreibe mir kurz, machen wir mal ein Bitte davor, ist immer höflicher. Die Reaktionen sind übrigens ein bisschen vom Ton abhängig, mit dem man das Ganze fragt. Also das merkt er auch und wenn man höflich ist, dann reagiert er auch höflicher, wie wenn ich anfange, den zu beschimpfen. Dann wird er sehr schnell sagen, also so nicht und kommt irgendwann rote Warnung und dann wird man irgendwann nicht mehr bedient. Aber nach ein paar Minuten hat er das vergessen, dann ist er wieder nett zu mir. So, bitte beschreib mir kurz die Entwicklungsgeschichte von ChatGPT und dann erscheint da so ein Text. Natürlich, das ist jetzt das Höfliche. Ich habe gesagt, bitte. Ja, und dann reagiert er mit, natürlich. Und dann kommt da bla 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 und die ganze Geschichte 2018 von OpenAI, 2019, dann die nächste Version, auf die Details gehen wir später noch ein. Ich möchte einfach mal zeigen, was da passiert. Ja, es sieht jetzt so aus, als würde der Mensch im Hintergrund mir Antworten schreiben. So ähnlich, wie man das von Chatbots im Internet gewohnt ist. Aber das ist halt kein Mensch, der das macht, sondern das sind verschiedene Server. Das ist dieses neuronale Netz, was jetzt meine Frage analysiert hat, in seine internen Parameter übersetzt hat und jetzt einfach anhand von statistischen Wahrscheinlichkeiten annimmt, dass das die passendste Antwort auf meine Frage ist. Und das, was erstaunlich ist aus meiner Sicht, wenn man sich das jetzt so durchliest, und das ist wirklich der differenzierende Faktor aus meiner Sicht zu dem, was wir da vorher gesehen haben, wenn man das einfach mal liest, hier, ChatGPT-3, im Juni 2020 veröffentlichte OpenAI GPT-3, das mit 175 Milliarden Parametern das bisher größte Modell war. Jetzt kann man weiterlesen. Man wird keinen Fehler finden. Erstmal. Also eventuell werden wir heute auch mal Fehler finden. Aber es ist sehr selten.
dass man darin einen Fehler findet. Und das ist deutsche Sprache gerade. Ja? Und deutsche Sprache ist nicht einfach zu synthetisieren. Das kann Deutsch, das kann Englisch, das kann jede Sprache irgendwie, die man im Internet findet. Weil das ist am Internet Stand 2021, also am gesamten Inhalt, trainiert worden, dieses Modell. So, das wäre jetzt mal ein Starting Point. Entschuldigung, ich rede ja so viel Englisch hier und dann manchmal überkommt es mich. Also das ist der Startpunkt. Dann dachte ich, ja, das ist aber ganz schön lang. Und dann dachte ich, ja, ich gebe ihm doch einfach mal den Auftrag, das Ganze mal auf die Hälfte zusammenzufassen, um das handelbarer zu bekommen. Und das mache ich jetzt. Und dann, ne? Jetzt hat das nicht kopiert. Fasse das bitte auf die Hälfte zusammen. Und das wird er jetzt machen. Jetzt muss ich mal eben hier scrollen. Das ist manchmal ein bisschen komisch, warum er das nicht automatisch macht. Und jetzt macht er nicht genau das, was ich wollte, nehme ich mal an. Mal gucken. Ich glaube, es ist weniger als die Hälfte. Aber jetzt ist auf einmal nur noch ein Absatz. Ja? Der ist wunderbar zusammenfassend. Das sieht man, glaube ich, auch schon, wofür das Tool sehr gut sein kann. Ich kann mir einfach ein Thema rausgreifen. Wenn ich ein Referat über die Geschichte Niederbayerns halten sollte, worin ich, wie man ja an meinem Akzent merkt, nicht unbedingt der Experte bin, könnte ich hiermit anfangen. Und wenn mir das dann zu lang ist, dann sage ich, fasse es zusammen. Wenn es mir zu kurz ist, dann sage ich, mach das bitte fünfseitig oder 50-seitig oder was auch immer. Und es wird genau das tun. Ja, und dann kann ich aber auch noch andere Aufträge geben. Spaßeshalber kann man das tun. Also ich war letzte Woche Karfreitag auf dem Geburtstag von der Marianne Nöbauer in Bub draußen. Es ist ihr Geburtstag gewesen. Und die Gabi Nöbauer, die Tochter von der Marianne, hatte ihr ein bayerisches Gedicht geschrieben. Und dann redeten wir über den Vortrag. Und ich hatte gesagt, ja, probieren wir doch mal, ob ChatGPT auch bayerische Gedichte kann. Ja, kann es auch. Ja, ist nicht perfekt, ist nicht auf Nobelpreisniveau, aber es geht eben und es ist erstaunlich. Was ich vorher zu Hause probiert hatte, war das, kannst du das lyrischer formulieren? Ja? Und mal gucken, ja, es kann es und es macht es. Und manchmal ist das gut, manchmal nicht. Ja? Gewiss, ChatGPT, ein KI-Modell von OpenAI, basierend auf der GPT-3.5-Architektur, ist die neueste Fortführung einer faszinierenden Reise. Ja, das heißt, es fängt jetzt an, diesen Kontext von mir aufzunehmen und das Ganze zu reformulieren. Wieder sprachlich ziemlich gut. Ja, also in all den Experimenten, die ich so bisher in ChatGPT gemacht habe, habe ich ganz, ganz wenige echte Fehler gefunden. Ab und an gibt es mal so Grammatikfehler, ab und an gibt es Satzwiederholungen. Aber ich meine, let's face it, wer von uns schreibt immer fehlerfrei? Also ich in E-Mails ganz bestimmt nicht. Die Fehlerquote in meinen E-Mails ist mit Sicherheit höher als die Fehlerquote von dieser Apparatur hier, die gerade mit uns spricht. Ja, so viel vielleicht mal zur Einführung, was das Ding macht. Wir machen hinterher noch mehr. Ich würde aber jetzt gern erstmal im nächsten Schritt darauf eingehen, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Ja, was ist überhaupt ein neuronales Netz? Wie funktionieren diese Sachen? Dafür muss ich wieder was anderes teilen. Welcher Bildschirm ist es? Nehmen wir den hier. Und dann muss ich das aber in den Vordergrund holen. Das hier klein machen. So. Ich brauche mehr Screens. Genau. Das hier haben wir jetzt schon gemacht. Hallo Franz. Was ist ChatGPT? Habe ich schon selber gefragt. Ja. Ist noch nicht geteilt. Okay, dann. Aber ich habe noch nicht freigegeben. Ja. Also erstmal ein bisschen zur Geschichte. Was ist ChatGPT? Das war vorhin das, was da so zusammengefasst ist. Ich habe noch ein bisschen mehr Research da reingesteckt, mir das angeguckt. Das ist so die gesamte Historie 2018 angefangen. Ernst zu nehmen ist es seit diesem Punkt. Also Ende November 2022 war der Release 3.5, der wahrscheinlich dann auch retrospektiv, wenn man sich das Ganze in ein paar Jahren anschaut, das erste Tool war, was wirklich richtig ernstzunehmende Ergebnisse liefert.
Und wo wir dann auch sehr schnell begonnen haben, nicht nur wir, sondern wahrscheinlich alle Hochschulen weltweit, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für uns? Was vielleicht nicht unwichtig ist, sind diese Trainingsparameter. Trainingsparameter, was das genau ist, verraten die gar nicht hundertprozentig. Es sind aber wahrscheinlich ungefähr die Parameter, die dann irgendwie in neuronale Netze oder in einzelne Neuronen eingehen und die dann die Mächtigkeit dieses Tools definieren. Und das Wichtige ist, es kommt jetzt hier ein nächster Schritt. Hier steht zwar schon, das wäre am 14. März released worden, ist es auch. Da gab es eine Pressekonferenz, aber live ist das noch nicht so richtig, sondern es ist jetzt eine Zwischenversion. Und Zugriff auf das hier bekommen auch nur diejenigen, die bezahlen. Kostet $20 im Monat, nicht so viel, insbesondere wenn man das beruflich nutzen möchte, aber es ist nicht umsonst. Ja. Das hier wird dann irgendwann nochmal sehr viel mächtiger sein als das, was wir jetzt hier haben. Wir reden gerade hier mit diesem Modell und das ist schon ziemlich gut. Das hat 355 Milliarden Parameter fürs Training gehabt. Das Neue, da schweigt sich OpenAI ein bisschen aus, hat irgendwo zwischen wahrscheinlich 10 und 100 Billionen Parameter. Das heißt, wir sind hier fast ein Faktor 10 nochmal mächtiger in dem, was an Wissen und an Details da drin steckt. Und um das vielleicht mal ein bisschen in Kontext zu setzen, das mächtigste Intelligenztool, was wir bisher kennen, ist nämlich das hier. Es ist unser Gehirn. Ja, das ist am Ende auch der Benchmark für diese ganzen künstlichen Sachen, weil es geht ja am Ende darum, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die zunächst mal das können muss, was hier unser Gehirn kann, zumindest so im Mittel. Das Bild habe ich hier von der Max-Planck-Gesellschaft gestohlen, ein Teil der Informationen, die da steht, ist auch von der Max-Planck-Gesellschaft. Und unser Gehirn hat in etwa 100 Milliarden Nervenzellen und circa 10.000 Synapsen je Zelle. Wenn ich das dann hochmultipliziere, dann bin ich bei 100, irgendwie fehlt da eine Null, dann bin ich bei 10, das sind Billionen, 10 Billionen Synapsen. Das heißt, ich bin irgendwo in dem Bereich, der hier stand, ganz grob. Ja? Bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, dass hier irgendwo eine Null fehlt, weil ich dachte, wir wären Faktor 10 besser noch als das ChatGPT-Modell, was da kommt. Aber das ist eben nicht alles, sondern es gibt auch noch Unterschiede, ja, zwischen dieser künstlichen Intelligenz, dem ChatGPT, und dem, was unser Gehirn kann. Weil das, was wahrscheinlich bei uns sehr außergewöhnlich ist, ist, dass wir nicht nur Text verarbeiten in unserem Gehirn. Diese ChatGPT-Tools verarbeiten im Moment nur Text, nichts anderes. Es sollen Bilder dazukommen. Es gibt ja auch Tools von OpenAI, die Bilder kreieren können. Es gibt Tools, die auch Sprache und Text miteinander in Verbindung setzen. Das heißt, diese Sachen werden sehr bald zur Verfügung stehen, dass diese Tools zusammenwachsen. Aber unser Gehirn kann eben sehr viel mehr. Sprache, Geräusche, Gerüche, Gefühle, unheimlich wichtig, weil wie kann ich ein Gefühl einem Computer beschreiben? Wir können ja noch nicht mal unsere Gefühle klar beschreiben, oftmals. Also gewisse Sachen sind einfach zu beschreiben, wenn man Angst hat, wenn man nervös ist. Das kann man beschreiben. Aber wie erkläre ich einem Computer, was Nervosität ist? Das ist wahrscheinlich schwierig. Diese Gefühle sind für uns aber wichtig. Für unser Gehirn sind die sehr wichtig, weil sie steuern die Funktion unseres Gehirns. Am Ende funktioniert unser Gehirn überwiegend erstmal über Gefühle. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen, dann wird die rationale Entscheidung auf eine Gefühlsentscheidung im limbischen Teil des Gehirns zurückgeführt. Und dann fangen wir wieder an, aus dieser Entscheidung rationale Teile oder rationale Reaktionen abzuleiten. Diese Sachen kann bisher nur unser Gehirn. Und diese Modelle, die da im Hintergrund sind bei der künstlichen Intelligenz, werden sowas wahrscheinlich nie hundertprozentig können. Weil das ist irgendwie in unseren Köpfen entstanden, ist wichtig für unser Dasein. Aber wir können es am Ende gar nicht genau genug beschreiben, als dass man das irgendwie modellieren könnte. Zumindest meine Sicht darauf, nach heutigem Stand. Aber schauen wir mal, wie es Ganze weitergeht und wie man in 20 Jahren darüber denken wird. Ja. Verarbeitung, Erinnerung und teilweise Kreation. Diese drei Sachen, Verarbeitung, Erinnerung und teilweise Kreation, die macht die künstliche Intelligenz auch. Die künstliche Intelligenz erinnert sich
an meine Fragen zuvor. Die werden in so einer Art Kurzzeitgedächtnis gespeichert und werden dann auch wieder Einfluss haben auf das, was sie antwortet. Kreation kann man auch häufig sehen. Da werden Sachen einfach erfunden, weil das Ding spuckt ja einfach nur aus, was ihm am wahrscheinlichsten erscheint. Es misst das nicht dagegen, ob das realistisch ist. Ja? Das ist nicht Aufgabe dieses Tools. Es kreiert einfach etwas und dadurch, dass es sehr viel Wissen in seinem Bauch hat, ist das, was da kreiert wird, wenn die Frage klar ist, gemessen an dem, was in den Inhalten, die für das Training verwandt worden sind, wenn an diesem gemessen die Frage klar ist, dann ist wahrscheinlich auch die Antwort richtig. Wenn ich nach irgendetwas frage, was nicht Teil der Daten war, mit denen trainiert worden ist, dann wird schlicht und einfach erfunden. Und dann weiß man manchmal nicht, ob die Antwort, die man von der künstlichen Intelligenz bekommt, ob die wahr ist oder nicht. Und die künstliche Intelligenz hat dann im Moment eingebaut, so Schwellwerte, ab gewissen Wahrscheinlichkeitswerten fängt die an, nicht mehr klar zu antworten, sondern sagt dann sowas wie, ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten, da gibt es sowohl diese als auch jene Sichtweise und dann wird es sehr vage. Aber manchmal, wenn eben diese Wahrscheinlichkeiten relativ hoch sind, dann behauptet das mit ziemlicher Überzeugungskraft totalen Quatsch. Ja, diesen Effekt nennt man Halluzinieren bei künstlicher Intelligenz und das kommt relativ häufig vor. Und das macht es dann so ein bisschen schwer, solche Sachen einfach automatisiert laufen zu lassen, weil es braucht eigentlich immer noch mal diesen Filterschritt, den wir in unserem Gehirn ständig vornehmen, aus dem Wissen, was wir haben, aus den Gefühlen, die wir hier im Raum aufnehmen. Wenn Sie mich jetzt alle total konsterniert angucken würden, dann würde ich ja noch mal überprüfen, was ist denn jetzt hier los? Also ist das, was ich sage, eigentlich gerade Quatsch? Ich reagiere ja immer drauf. Das kann die künstliche Intelligenz nicht. Also ich kann schon Nachfragen stellen und dann reagiert sie vielleicht mal anders, aber diese Sachen können wir einfach besser. Und das Wichtigste wahrscheinlich, was bei unserem Gehirn anders ist, es ist hochgradig dynamisch, was in unserem Kopf passiert. Mit dynamisch meine ich, also zum Beispiel als Beispiel, man schläft nachts und man hört Geräusche. Also zum Beispiel bei mir im Haus höre ich nachts, wenn die Ölheizung angeht, weil durch mein Schlafzimmer dieser Kamin hochgeht. Das ist natürlich ein Geräusch, an das ich gewohnt bin und auf das ich nicht reagiere, weil mein Unterbewusstsein das sozusagen rausfiltert. Wenn aber jetzt ein Geräusch dazukommt, das ich nicht gewohnt bin, dann werde ich nicht direkt reagieren, sondern es wird wahrscheinlich eine Weile brauchen, wo sich dieses Geräusch wiederholt, bis ich anfange, unterbewusst darauf zu reagieren und wo mein Gehirn dann beginnt, mich aufzuwecken. Ja, und das ist das, was ich mit dem Dynamischen meine. Wir reagieren nicht beim ersten Mal, sondern wir reagieren kontextuell darauf, wie stark so ein Reiz war und ob der nochmal stärker gekommen ist. Und unsere Reaktionen sind dann hochgradig nicht linear. Und das ist nicht wirklich vorhersehbar. Und da gibt es auch Aspekte drin, die aus meiner persönlichen Sicht eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich nie so ohne weiteres wird machen können. Gehen wir vielleicht mal drauf ein, was so Neuronen sind, biologische und künstliche, weil am Ende versucht ChatGPT unser Gehirn nachzubilden, ja, indem es diese Struktur aus Nervenzellen über Funktionen abbildet. Das sind irgendwelche Eingangsparameter in dieses künstliche Neuron, was unsere Gehirnzelle nachbilden soll. Das ist bei uns genauso. Das können irgendwie Verbindungen zu anderen Gehirnzellen sein. Oder irgendwas. Was es ist, spielt jetzt im Moment noch keine große Rolle. Und dann machen wir einfach irgendwas damit und dann kommt ein Output daraus. Also es können hier zum Beispiel, während ich schlafe, die unterschiedlichen Geräusche sein. Und irgendwie eins meiner hoffentlich vielen Neuronen wird mich dann hoffentlich aufwecken irgendwann, wenn dann wirklich mal ein Einbrecher draußen in Grub ist, was bisher nie der Fall war. Ja, das ist dann die Folge. Und dasselbe versuchen wir hier nachzubilden. Ja, das hier verschiedene Einflussparameter sind, die werden dann irgendwie miteinander gewichtet und je nachdem, welche Funktion man hier reinschreibt, kommt dann ein gewisser Ausgangswert raus, der dazu führen könnte, dass ich wach werde. Das ist jetzt sozusagen der Blick auf einen einzelnen dieser Bausteine, aber in den neuronalen Netzen mache ich viel, viel, viel mehr und das ist auch immer noch keine vollständige Beschreibung, aber das ist mal so der Beginn, sich in ein Netzwerk zu begeben. Man hat dann so eine Eingabeschicht, das ist das, was ich sehe, also bei meinem
bei mir als Mensch ist das das, was ich sehe, das, was ich fühle in gewisser Weise, das, was ich höre. Das Fühlen ist ein bisschen schwierig, weil das Fühlen findet teilweise auch hier statt. Und da ist dann dieses Konzept der Eingabeschicht nicht mehr ganz klar. Aber dann haben wir sozusagen eine Eingabeschicht, wo die ganzen Eingangsparameter reingehen. Wir haben eine verborgene Schicht, die wir gar nicht sehen, die ist fast immer mehrstufig. Ganz, ganz, ganz viele Stufen, wo ganz viele Sachen passieren. Und was da dann am Ende passiert, da komme ich später erst drauf. Das ist im Moment auch noch nicht wichtig. Das Wichtige ist, es ist eine Blackbox. Wir wissen gar nicht, was da passiert. Wir wissen nur, am Ende kommt irgendwas raus. Am Ende kommt irgendein Ergebnis raus, irgendeine Entscheidung, irgendein Text. Bei ChatGPT sind es Texte. Und sowas baut man dann auf. Und ich habe mal was ganz Einfaches als Beispiel mitgebracht. Und zwar ein neuronales Netz, was als Modell hier mal aufgemalt ist. Und das hat die Aufgabe, es soll Äpfel von Birnen unterscheiden. Meine Eingangsparameter, die ich gewählt habe, sind Form, Farbe und Höhe. Ich kann jetzt mathematisch relativ gut beschreiben, wie rund ein Körper ist. So ein Apfel ist runder als eine Birne. Ja, das kann ich über die Quadrate der Abweichungen und dann die Wurzel daraus und kann man relativ einfach berechnen. Das können Computerprogramme sehr schnell. Das heißt, ich kann einfach ein Bild scannen, dieses Bild über einen Algorithmus analysieren und mir sozusagen Wert zwischen 0 und 1 ausgeben lassen, der die Rundheit dieses Objekts mir angibt. Das wäre mein einer Eingangswert. Dann mittlere Farbe dieses Objekts zu messen, ganz einfach. Einfach nur einen Durchschnittswert über das gesamte Bild ermitteln oder meinetwegen auch einen Durchschnittswert, wenn jetzt die Birne auf einem größeren Bild wäre, nur des farbigen Teils. Auch relativ einfach. Und dann weiß man, wenn es grün ist, gibt es einen anderen Wert, wie wenn es rot ist. Ja, und das ist wahrscheinlich ein möglicher differenzierender Faktor zwischen Äpfel und Birnen, dass Äpfel eventuell im Mittel etwas röter sind, sein können, je nach Sorte, als Birnen. Und das Letzte ist die Höhe. Die Höhe könnte beschreiben, ob es eher ein Apfel oder eher eine Birne ist. Das stimmt auch nicht für alle Sorten, aber im Mittel sind Äpfel wahrscheinlich etwas weniger hoch als Birnen. Ja? Das heißt, die drei Sachen habe ich jetzt einfach mal als Eingangsparameter gewählt. Und die würden dann in diese Entscheidungsschicht reingeschickt werden und dort analysiert werden. Einfach anhand von relativ einfachen Fragen. Ich habe jetzt hier mal Fragen vorgegeben, nämlich die Frage, ist es eher rund? Ist es eher rot? Ist es eher klein? Und wenn ich diese Fragen mit Ja beantworte, würde ich wahrscheinlich eher Richtung Apfel tendieren. Wenn ich diese Fragen mit Nein beantworte, würde ich eher Richtung Birne tendieren. Wenn ich aber jetzt so ein Modell trainiere, dann gebe ich gar nicht diese Antworten vor. Sondern was ich mache, ich gebe vorne ganz, ganz viele Bilder von Äpfel und Birnen rein und optimiere das Modell dann so lange, bis hier hinten der höchste Anteil richtiger Antworten rausgekommen ist. Was dann hier zwischendrin passiert und was da für Fragen drinstecken, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich kann dann zwar nachgucken, bloß wenn jetzt ChatGPT irgendwie 100 Billionen solcher Dinge hat, wer soll das denn nachgucken, was da in den einzelnen Funktionen drinsteht? Kann niemand machen. Ja? Also für einen Computer kann das machen, aber ein Computer wird es uns nicht zusammenfassen können und nicht sagen können, das ist die Regel, der Algorithmus von ChatGPT, sondern es wird einfach so lang optimiert, bis das System optimiert ist. Punkt. Und dann steht da irgendwas drin, auch Sachen, die uns vielleicht kontraintuitiv vorkommen könnten, wenn man nur auf diese einzelne Regel, die hier in so einem Neuron drin ist, drauf guckt. Ja, kann unsinnig aussehen, aber es ist das Ergebnis einer Optimierung gewesen. Und ich fange einfach mit irgendwas an, ohne Hypothesen. Das Einzige, was ich reinstecke, sind Bilder von, alle Bilder von Äpfeln und Birnen, die ich gefunden habe. Und dann hat irgendjemand da gesessen und hat das wirklich klassifiziert und gesagt, hier dieser Haufen von Bildern sind Äpfel. Und dieser Haufen von Birnen, von Bildern sind Birnen. Und dann wurde so lang das System trainiert und optimiert, bis dann hier die richtigste Zuordnung, die beste Zuordnung erzeugt worden ist. Das ist, wie ich neuronale Netze optimiere. Und das passiert da. Mehr nicht. Bloß wenn ich dann hier fast unendlich viele Punkte habe, was ist dann der Algorithmus? Es gibt nicht den Algorithmus.
Ping. Da macht es Ping. Achso, das war was anderes. Ich bekomme gerade WhatsApps von einer Mitarbeiterin. Also David überprüft den, glaube ich. Ja. Also wenn der Ton nicht funktioniert, dann bitte nochmal in den Chat reinschreiben. Weil David macht hier bei uns die Technik und überwacht das Ganze. Ja, zum Abschluss dieses theoretischeren Teils vielleicht nochmal ein Vergleich. Warum ist unser Gehirn in diesen Sachen dann doch nochmal besser, ja, als diese Ansätze der künstlichen Intelligenz? Und das wird wahrscheinlich zumindest über die nächsten Jahre sich auch nicht so schnell ändern, weil es gibt ein paar differenzierende Faktoren. Das eine ist, was ich mit diesen neuronalen Netzen mache, dieses, was auch Deep Learning genannt wird, ist genau dieser Optimierungsprozess. Ich stecke bekannte Sachen rein, optimiere mein Netzwerk darauf, diese bekannten Sachen unterscheiden zu können und lasse danach auch unbekannte Sachen über genau dieses Netzwerk laufen. Ja, aber das heißt, meine Optimierung geht eigentlich immer sozusagen von der Eingabeschicht Richtung Ausgabeschicht. Es gibt aber keine dynamische Verbindung zwischen diesen Schichten, aber das ist genau das, was unser Gehirn kontinuierlich und auch zeitveränderlich tut. Ja? Wenn ich müde bin, funktioniert mein Gehirn anders, wie wenn ich ausgeschlafen bin. Wenn man Angst hat, funktioniert das Gehirn anders, wie wenn man wach ist. Das heißt, es gibt hier ständig Veränderungen in der Art und Weise, wie das Netzwerk reagiert. Die gibt es hier nicht. Die gibt es nur dann, wenn ich neu trainiere. Ich kann auch Selbstoptimierungen in dieses Netzwerk einbauen, aber dafür brauche ich am Ende eigentlich wieder gesicherte Ausgangsdaten, also dass jemand überprüft, war die Antwort richtig oder ist sie falsch gewesen. Nur dann macht es eigentlich Sinn, dass ich mein Netzwerk anfasse. Nur wenn ich glaube, oh, das ist eine schönere Antwort, dann kann es sein, dass ich mir mein Netzwerk damit einfach verstelle. Ja? Also diese Optimierung dieses Netzwerks ist nicht so ganz einfach vorzunehmen. Unser Gehirn macht das ständig. Automatisch, wo wir überhaupt nicht, wir bekommen es nicht mit. Aber es ist wahrscheinlich eine der Stärken unseres Gehirns. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass bei diesen KI-Modellen, beim Deep Learning, wir am Ende immer so eine sequentielle Verarbeitung haben. Es kommt eine Anfrage rein, die wird abgearbeitet in diesen ganzen vernetzten künstlichen Neuronen. Und es kommt eine Ausgabe raus und dann sitzt das Ding, zumindest aus meiner Perspektive, wieder tätigkeitslos da. Das passiert hier nicht. Wir denken kontinuierlich auch nochmal über bereits Entschiedenes nach. Das gärt in uns. Und je nachdem, was wir für Typen sind, es gibt ja Menschen, die aus der Intuition heraus entscheiden. Es gibt Menschen, die aus der Ratio heraus entscheiden. Menschen, die aus Emotionen heraus entscheiden. Und wir lassen da nicht locker. Ja? Das arbeitet nochmal hinterher. Und vielleicht merken wir dann irgendwann, oh, das war ja Quatsch, was wir da gemacht haben. Ja? Wir stellen uns selber kontinuierlich in Frage und unser Gehirn stoppt eigentlich fast nie, selbst im Schlaf nicht. Ja? Und das ist der große Unterschied, der aber auch hier nochmal was mit der Optimierung zu tun hat. Ein weiterer großer Unterschied ist in der Art und Weise, wie wir lernen. Das, was ich vorhin geschildert hatte, ist hier nochmal versucht, als Icon wiederzugeben. Das habe ich hier von dieser Quelle golem.de, künstliche Intelligenz, bla 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 bla. Da habe ich diese drei Bilder mir von gestohlen. Das hier ist dieser Prozess, dass ich vorne was reinstecke und dann so lang diese ganzen Vernetzungen optimiere, bis ich den größten Anteil richtiger Antworten bekommen habe. Ja? Das heißt, ich gucke, was hinten rauskommt während des Trainings. Wenn das, was hinten rauskommt, nicht stimmt, dann verändere ich hier die Regeln. Das kann man automatisiert sehr gut tun. Computer können sowas. Das kostet halt nur Zeit. Unendlich viele Versuche. Aber was sind unendlich viele Versuche, wenn man das mit 5 Milliarden Versuchen pro, also nicht unendlich, aber unsere Prozessoren rennen mit 5 Gigahertz oder so. Und das heißt, wir haben 5 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Da kann man sowas halt relativ schnell machen, wenn man genügend Rechenpower hat. Und OpenAI hat sehr viel Rechenpower. Das ist bei unserem Gehirn anders. Unser Lernen funktioniert, das heißt die Hebbsche Lernregel, danach, dass sich gewisse Regeln verfestigen, wenn wir merken, dass Synapsen gleichzeitig feuern. Sowas fängt dann an, unser Gehirn langsam zu verändern.
Ja? Das heißt, wir lernen auch aus Entscheidungen. Das hier lernt nur beim Lernen. Wir lernen auch aus Entscheidungen, wenn unser Gehirn merkt, ich denke gerade nach, ich entscheide etwas und zwei Synapsen feuern gleichzeitig, dann verstärkt das die Bindung dieser Synapsen. Das ist nochmal eine Verstärkung dieses dynamischen Vorgehens in unserem Gehirn. Diese drei Sachen differenzieren uns von künstlicher Intelligenz. Deswegen würde ich Stand heute behaupten oder wagen zu behaupten, dass herausragende Geistesleistungen, wie wir sie in der Geschichte der Menschheit mehrfach gesehen haben, dass Menschen etwas fundamental Neues gedacht oder erschaffen haben. Was mir einfällt, sind die Sachen, die ich mag. Einstein mit der Relativitätstheorie, wo er von Bekanntem ausging, aber einfach mal andere Prämissen angesetzt hat und das bis zum Ende durchgedacht hat, auch wenn es so kontraintuitiv wie nur irgendwas ist. Ja, dass er gesagt hat, der Raum ist gekrümmt und er wird von der Gravitation gekrümmt, weil sonst könnte die Lichtgeschwindigkeit nicht konstant sein. Das war seine Prämisse. Lichtgeschwindigkeit ist immer konstant. Und das hat er bis zum Ende durchdekliniert, was das dann für den Rest der Welt bedeuten muss. Und bisher hat er immer recht gehabt. Ja, zumindest in den Aussagen der allgemeinen und der speziellen Relativitätstheorie. Stravinsky mit Le Sacre du Printemps, was zu Tumulten bei der Uraufführung in, ich glaube, 1918 in Paris geführt hat, weil es so neu war, dass es die Leute verstört hat. Sowas kann eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich nicht machen. Aber wie viele Leute in diesem Raum haben schon die Relativitätstheorie entwickelt? Oder wer hat hier Le Sacre du Printemps komponiert? Also ich leider nicht, ich hätte das gern, aber ich bin halt leider auch nur Durchschnitt. Und Durchschnitt können die Dinger sehr gut machen. Sie können halt nichts fundamental Neues entwickeln. Sie können nichts entwickeln, was nicht irgendwie im Kern schon in den Trainingsmodellen angelegt war. Das heißt, diese KI kann mit Sicherheit den 57. Modern Talking Hit generieren, der genauso klingt wie die davor. Es wird aber nicht etwas vollständig Neues kreieren können, was noch niemals da war. Und da sehe ich im Moment noch die großen Unterschiede zwischen unserem Gehirn und der künstlichen Intelligenz. Ja? Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf diesen Vortrag auch viele YouTube-Videos geschaut. Und jetzt zögere ich gerade, weil ich den Namen vergessen habe. Es war irgendwie so ein Gespräch zwischen Lanz, der furchtbaren Unfug geredet hat, und ich glaube, Jentsch oder so heißt er, so ein Philosoph. Und der hat davor gewarnt, dass diese Modelle, und das fand ich einen sehr bemerkenswerten Satz, dadurch gefährlich sein könnten, dass sie ständig Triviales wiederholen und dass dadurch Hochqualitatives tendenziell nicht mehr da ist. Und ein paar Sachen, wo solche Gefahren liegen könnten, wollte ich gleich auch noch vorstellen in ein paar Beispielen. Letzter Punkt, den ich hier bringen wollte, warum es unser Gehirn eigentlich wahrscheinlich nicht einfach kopierbar, das ist, es gibt viele Sachen an unserem Gehirn, die wir nicht verstehen. Ja, diese wellenartigen Aktivitätszustände, die wir haben. Da gibt es diese Alpha-, Beta-, Gamma-Wellen und das ist jetzt nicht nur irgendwelcher homöopathischer Hokuspokus, sondern das kann man, ich möchte jetzt auch Homöopathie nicht schlecht machen hier, insofern war es der falsche Satz, es ist nicht nur irgendwie etwas, was man mal gesehen hat und dann huhuhu, sondern in jedem Gehirn kann man messen, dass wir unterschiedliche Aktivitätszyklen in unserem Gehirn haben. Wir wissen bis heute nicht, warum. Offensichtlich ist das wichtig für unser Gehirn, bloß wenn wir nicht wissen, warum das wichtig ist, dann können wir es auch nicht modellieren. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, die ich vorhin geschildert habe, mit den Gefühlen. Wenn wir Gefühle, die für unser Denken super wichtig sind, nicht modellieren können, dann können wir einer KI nicht das beibringen, was wir können. Und das geht halt eben noch sehr viel weiter, weil viele Aspekte von unserem Gehirn sind uns bis heute nicht klar. Auch diese Trennung zwischen linker, rechter Gehirnhälfte und dass wir in der Regel immer nur eine der beiden Hälften, je nachdem, ob Links- oder Rechtshänder, das ist eines der Kriterien, nutzen, ist zu großen Teilen unverstanden. Ja, Neurospezialisten können da viel mehr zu sagen als ich, aber es gibt da eben noch sehr viel Unklares. Und das ist wahrscheinlich unser Vorsprung, weil wenn wir unser Gehirn vollständig verstehen würden, könnten wir diese Modelle auch noch weiterentwickeln. Aber da ist im Moment zumindest noch ein Limit.
Letzter Satz zu dem Thema. Es gab den Theoretiker Gödel, der Anfang des letzten Jahrhunderts zu Logik und den Vorfeldern der Informatik gearbeitet hat. Es hieß damals noch nicht Informatik, sondern war noch Teil der Mathematik. Und von Gödel gibt es das Unvollständigkeitstheorem. Und das sagt, populärwissenschaftlich ausgedrückt, dass es unmöglich ist, einen Computer zu bauen, der sich selber programmiert. Und dieses Unvollständigkeitstheorem gilt bis heute als gesichert. Und es würde ausschließen, dass ChatGPT jetzt sozusagen die nächste Generation von sich selber, die nochmal einen Faktor 1000 Milliarden, was auch immer, besser ist, selber entwickelt. Dieses Unvollständigkeitstheorem sagt eigentlich, dass immer ein Mensch von außen kommen muss und eine Idee haben muss, wie man das System entwickelt, weil das System aus sich heraus nichts Neues erfinden kann, was nicht schon im System angelegt wäre. Ist ähnlich wie vorhin in der Kunst bei diesen bahnbrechenden Sachen oder Wissenschaft mit Einstein. Künstliche Intelligenz kann nicht outside of the box denken. Das können nur wir Menschen. Wir können auf einmal durch irgendwas getriggert einen ganz neuen Gedanken haben, den es noch nie gab. Einen ganz neuen Gedanken, den es in keinem Aspekt noch nie gab, kann so ein Modell nicht generieren. Aber viele andere Sachen. Fragen dazu? Sonst würde ich jetzt noch mal gucken, was kann das? Folgende Frage: Hat er nicht bei seiner Aussage an Computer gedacht, die wirklich die Computer genauso beschränkt? Also die Frage war, ob Gödel nicht bei seiner, ich wiederhole das nochmal für die Leute online, ob Gödel bei seinem Unvollständigkeitstheorem nicht an die von Neumann-Maschine, Zuse-Computer und sowas gedacht hat, sondern und eben nicht an solche neuronalen Netze. Ja, das ist richtig, weil er kannte neuronale Netze in der Form noch nicht. Das waren alles so Computer, die gedanklich auf einem Tonband ihre Sachen hinterlassen haben und dann 4 Schritte vor, 5 Schritte zurück und dann liest das, was da ist und macht damit jenes. Das waren diese Computer. Nichtsdestotrotz glauben Mathematiker, die viel mehr über das Thema wissen als ich, ich bin da auch eher, ja, ich unterrichte Informatik, aber nicht in der Tiefe. Vorherrschende Meinung ist, das Theorem hält Stand. Ich kann nichts von einem System verlangen, was in dem System nicht schon angelegt ist. Das wäre eine andere Formulierung vielleicht. Ja, sondern der Computer und dieses Netzwerk ist für einen gewissen Zweck gebaut. Diesen Zweck kann es. Dieses Sprachmodell wird nicht aus sich heraus anfangen können zu rechnen. Dafür muss erst jemand wieder von außen überlegen, was fehlt denn eigentlich noch? Was muss ich zu diesem Modell dazu bauen, damit es das kann? Eine kleine Frage: Ist das Gehirn ein Gegenbeispiel? Ja, das Gehirn ist ein Gegenbeispiel, weil das Gehirn kein Computer im engeren Sinne ist. Ja? Unser Gehirn kann Sachen machen, die wir nicht verstehen. Eine Eingebung. Gibt es Eingebungen? Ich weiß es nicht. Was ist überhaupt eine Eingebung? Zufälliges Feuern von Synapsen, aber wir haben dann die Fähigkeit, das, was uns eingefallen ist, zu bewerten und zu hinterfragen. Ja? Wir haben eingebaute Mechanismen, die uns das erlauben. Die haben wir in der KI heute noch nicht. Ja, und ich glaube, wir haben auch noch keine Idee, wie das gehen könnte. Wir können immer nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Und bei uns funktioniert das irgendwie anders. Aber ich bin leider kein Neurowissenschaftler. Aber ja, unser Gehirn würde dem Unvollständigkeitstheorem widersprechen. Aber es ist eben kein Computer. Ja, Sie dürfen. Es gibt also Netze, die Koronennetzwerke. Kennen Sie das denn? Nein, Koronen. 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 Netzwerke, die sind dort digital, aber die haben noch eine bearbeitete Idee. Und die haben die interessante Eigenschaft, dass sie autonom ohne Lehrer lernen können. Und da braucht es keinen, der hinterher sagt, das war richtig. Ja, das habe ich hier ansprechen wollen. Also ich kenne diese Koronennetzwerke nicht, aber das hat was damit zu tun, wie wir lernen. Wir lernen ohne Feedback eben auch. Ja. Ja? Während für diese künstlichen Modelle brauchen wir immer ein externes Feedback bisher, ja? Wo wir dann erstmal trainieren und dann läuft das Modell. Weitere Fragen?
Denn ich basiere nur auf einer ungeheuren Angaben, die es verwertet. Wenn also die Eingaben zum größeren Teil falsch sind, dann kommt es gleich raus, oder? Ja, also die Frage nochmal für die Menschen im Stream war, wie zuverlässig ist das Ganze? Weil das Ganze wird ja an Inhalten trainiert und wenn die Inhalte nicht richtig sind, dann kann ja eigentlich das, was rauskommt, nicht richtig sein. Ja, das ist schon so. Deswegen werden auch Kohorten von Low-Cost-Labor in Afrika und so von OpenAI beschäftigt, die Texte erstmal redigieren müssen und dann entscheiden sollen, ob die sinnvoll sind oder nicht und ob die den Regularien entsprechen, dass da Gewalt, Pornografie und solche Sachen nicht drin vorkommt, um das Modell davon freizuhalten. Weil es gab ja vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann das war, mal das Problem von Microsoft, dass die so ein frühes Modell mit künstlicher Intelligenz entwickelt hatten. Ich glaube, das war auch schon in Bing, was in kürzester Zeit durch Input von Usern in fremdenfeindlichen und frauenfeindlichen Chatbot verwandelt worden ist. Ja, und deswegen ist man heute oder sind diese Unternehmen, die sind alle aus Amerika leider, zumindest die, über die ich gerade spreche, es gibt in China auch sehr starke Bestrebungen, die sind immer sehr stark an Political Correctness interessiert in Amerika. Das ist ein ganz anderer Wert als hier bei uns in Europa. Ich war 2 Jahre in den USA, deswegen glaube ich, diesen Unterschied zu kennen und man versucht, diese Themen vollständig daraus zu halten. Was aber im Gegenzug zu einer gewissen Zensur führt und zu weißen Flecken in dem, wo man künstliche Intelligenz drauf ansetzen kann. Also was ich probeweise mal versucht habe, wir kommen gleich noch, ja, ein paar Sachen schaffen wir noch. Ich habe ChatGPT mal gesagt, schreib mir eine erotische Geschichte. Du sagtest nein. Ja? Es wird sofort zensiert. Erotik darf nicht stattfinden, ist ein europäisches Tool, ein amerikanisches Tool. Ist noch eine Frage online. Warum streben Menschen überhaupt eine KI an? Warum wird versucht, das menschliche Gehirn so nah wie möglich technisch nachzubilden? Naja, weil dadurch Arbeit und vor allen Dingen auch intelligente Arbeit sehr viel billiger wird und weil es schlicht und einfach auch Aufgaben gibt, für die man leider Intelligenz braucht, die trotzdem furchtbar langweilig sind, wie zum Beispiel 16 Stunden Autofahren oder so. Oder irgendwie Fehler in Excel-Tabellen finden oder so. Also es gibt ja Aufgaben, die Intelligenz erfordern, die wir trotzdem nicht machen wollen. Und vor allen Dingen, also ich glaube, es sind 3 Sachen. Kosten natürlich, Produktivität und eben Sachen uns Menschen abnehmen, die uns lästig sind. Das sind, glaube ich, die 3 Treiber, die dazu führen, dass wir künstliche Intelligenz entwickeln. Und wahrscheinlich wird das Kosten- und das Produktivitätsthema wegen der wirtschaftlichen Aspekte hinter der Entwicklung sehr stark dominieren irgendwann. Aber das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Da ist noch eine Frage. Also ich kann jetzt zum Beispiel festmachen, dass Taxifahrer am Benutzen des Navigationssystems, dieser normal automatisch funktionierende Straßenfindungssystem, ja, das baut sich zurück und man verlernt das. Also ist der jetzt wirklich eine KI? Ja, also nochmal für den Stream. Erstmal die Aussage war, wenn man Sachen nicht macht, bildet sich an der Stelle das Gehirn zurück. Also wenn man immer nur mit dem Navigationssystem fährt, verliert man seinen Orientierungssinn. Ich glaube, das kennt jeder von sich. Früher, ich habe mir Strecken merken können, habe ich heute überhaupt keine Chance mehr, ja, durch Navigationssysteme, weil man es nicht mehr übt. Und ist dann nicht KI schlecht? Jetzt würden die Verfechter von KI dem wahrscheinlich entgegenhalten, wenn ich von den stupiden Aufgaben entledigt werde, dann kann ich mich ja meinen wahren schöpferischen Themen widmen, kann eben Le Sacre du Printemps komponieren. Die Frage ist, ob man es tut, weil ich meine, wenn wir uns mal angucken, was im Internet so passiert, wir haben damit das gesamte Wissen der Menschheit an unseren Fingern. Was tun wir damit? Katzenbilder versenden, Selfies machen und Pornografie gucken. Ja? Also da ist dieser Wunsch, dass die Welt sehr viel besser wird, nicht hundertprozentig eingetreten. Also
Man muss es schauen. Ich glaube, wir werden es aber vor allen Dingen auch nicht aufhalten können, sondern es ist da, weil wir es an einigen Stellen wollen und wird sich deswegen auch weiterentwickeln. Da ist noch eine Frage im Raum. Hier wird ausgesteuert, die Arbeit immer gleich zuverlässig oder unzuverlässig, während der Fahrer halt sich ablenken lässt und vielleicht dann irgendwo in Straßen hat. Ja, genau. Der Kommentar war ja, Menschen werden auch mal müde beim Fahren. Macht es wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen Sinn, eine KI zu verwenden, weil die wird nicht müde. Ja, das ist so. Gleichzeitig haben wir natürlich auch unheimliche ethische Fragen dann an der Stelle. Also wenn die KI beim Fahren sich entscheiden muss, fahre ich jetzt in die Gruppe von 3 Erwachsenen oder fahre ich in die Mutter mit Kind? Was ist eigentlich jetzt die richtigere Entscheidung, wenn es nicht mehr anders geht? Ja, diese Abwägungen in die KI einzubauen, das wird noch lustig. Und wer ist dann eigentlich verantwortlich? Ist dann derjenige verantwortlich, der das Ding gefahren ist? Ist derjenige verantwortlich, der es programmiert hat? Derjenige, der es gebaut hat? Ja, also das sind ohne Ende rechtliche Fragen. Ja? Oder wenn was über KI kreiert wird, wem gehört das eigentlich? Urheberrechtlich gesehen. Nach heutiger Rechtsprechung gehört es demjenigen, der es über die KI erzeugt hat. Also wenn ich einen Text erstelle, nach meiner Kenntnis habe ich das Urheberrecht an dem Text, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe. Ja? Ob das dauerhaft so bleibt, muss man mal abwarten, weil unsere Rechtsprechung ja an vielen Stellen sowieso die Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre überhaupt noch nicht drin hat. Also das Schriftformerfordernis immer noch nur Fax und handschriftlich ist, ist schon etwas seltsam, aber das setzt sich halt auch in anderen Sachen fort. Ja. Von dem KI-System existiert. Das teilt es einem auch gar nicht mit, dass es jetzt nur eine Vermutung wäre, sondern es baut es einfach ein, wie wenn es ein normales Ergebnis wäre. Ja, also kann ich jetzt gar nicht unterscheiden, ob es eine Vermutung ist oder nur wirklich real sich ergebendes Ergebnis. Ja, also der Kommentar war, dass eine KI ja schlicht und einfach nur anhand von Wahrscheinlichkeiten urteilt, aber dann gegebenenfalls auch urteilt und wir dann gar nicht wissen, dass es eine unsichere Entscheidung war. Da ist ChatGPT weiter. ChatGPT sagt uns an vielen Stellen dann auf sehr verbrämte Weise am Ende nichts, sondern es gibt so sowohl als auch Antworten. Ja? Es würde immer auf die persönliche Betrachtungsweise drauf ankommen, aber manchmal lügt es schlicht und einfach auch oder erfindet Sachen. Ja? Sind weitere Fragen? Es geht um die Organisation voll auf wissenschaftlicher Basis ist und die jetzt Kontakte mit GPT aufnimmt, damit GPT etwas sagen will. Mir fehlt der Name leider wieder ein, ich habe gedacht, die wissen ganz genau. Ja, es gibt da verschiedene Bestrebungen. Also es gab ja gerade vor 1-2 Wochen diese Petition, jetzt die Entwicklung für 6 Monate zu stoppen, wo Elon Musk auch unterschrieben hat. Ich persönlich halte das ein bisschen für Marketing, weil er da ja auch beteiligt ist. Und also ehrlich, what's the point, das jetzt für 6 Monate zu stoppen? Das ist ein Rennen, wie bei vielen Sachen auch, bei der künstlichen Intelligenz. Da versuchen unterschiedliche Unternehmen, Vorteile zu generieren. Und da wird niemand jetzt stoppen, um denjenigen, die hinterherlaufen, irgendwie ein bisschen Luft zu geben, dass die aufschließen können. Das glaube ich nicht unbedingt. Und ich glaube, wir haben hier eher das Problem, dass die KI so mächtig wird, dass wir sie teilweise von Menschen nicht unterscheiden können. Das wollte ich eigentlich gerne an ein paar Stellen nochmal zeigen, dass aber eben an anderen Stellen schlicht und einfach nur Quatsch rauskommt. Und da ist dann der Wunsch bei vielen, auch bei vielen meiner Kollegen in lehrenden Tätigkeiten, wissenschaftlichen Tätigkeiten, dass man da sagt, also es gab jetzt irgendwie so Fragen an ChatGPT, die beantworten sollen. Es kam, glaube ich, aus diesem Verbot von ChatGPT in Italien, wie denn sichergestellt würde, dass immer nur das Richtige gesagt wird. Ja, das kann nicht sichergestellt werden. Oder man müsste dann so rigide filtern, dass das Tool einen großen Teil seines Mehrwerts verliert. Weil das ist alles keine Wahrheit. Dieses Tool versucht, keine Wahrheiten zu finden. Dieses Tool kreiert nur irgendwelche Texte, die ihm kontextuell wahrscheinlich erscheinen, das in nahezu perfekter Sprache. Und wenn dann das nicht wahrscheinlich genug erscheint, die Antwort, dann gibt es halt so eine sowohl als auch und das muss jeder für sich selber entscheiden. Sie hatten noch einen Kommentar oder eine Frage. Ja.
probiert, einen komplizierteren Text, so wie Sie ihn anfangs gezeigt haben, zu reproduzieren. Also nochmal die gleiche Frage zu stellen, genau die gleiche Frage und dann durch Textvergleich darauf. Ja, also die Frage war, wenn ich zweimal dieselbe Frage stelle, also war sinngemäß die Frage, kommt dann auch dasselbe raus? Kann ich dann über einen Textvergleich das Ganze finden? Nein, die Antworten unterscheiden sich leicht, aber eben nur leicht. Wir haben hier an der Hochschule Tools, um eben genau solche identischen Texte finden zu können. Da werden auch Ähnlichkeiten gefunden. Das nutzen wir, um Plagiarismus nachweisen zu können. Und das war eben genau mein erster Berührungspunkt mit diesem Tool bei den Online-Klausuren, wo ich auf einmal falsche Antworten bekam, die sehr ähnlich klangen, die aber nicht identisch waren. Das war das Erste, was mich so ein bisschen misstrauisch gemacht hat. Das Zweite war, sie waren in perfektem Englisch geschrieben. Und dass mir in Klausurantworten perfektes Englisch entgegengeboten wird, passiert ansonsten nicht so häufig. Ja, und daraufhin habe ich dann aber, ich habe diese Klausuren, die online gemacht werden, alle als PDF-Dokument. Das heißt, die sind durchsuchbar für mich. Und ich habe dann wirklich gesucht, kommt das genauso nochmal vor? Nein, tut es nicht. Es variiert immer leicht, weil der Algorithmus ist halt auch nicht ganz starr. Es ist nicht ganz so wie das, was ich hier geschrieben habe, weil das hat auch noch ein Kurzfristgedächtnis. Das weiß, was ich vorher gefragt habe. Das hat so eine gewisse Verbindung, wahrscheinlich auch, das wissen wir nicht, zu Fragen, die andere Nutzer stellen. Ja, weil das ist zumindest bei Google ist das für den Algorithmus sehr, sehr wichtig. Wie viele Leute suchen eigentlich gerade nach demselben? Ja, und das beeinflusst dann die Ergebnisse. Ja, das heißt, das Ergebnis, was hinten rauskommt, ist, weil das Modell so komplex ist, nicht statisch. Ja, und ich kann es nicht 1:1 finden. Dann hätte ich nämlich in der Tat das Problem mit dem Urheberrecht. Es ist natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich, dass zweimal identische Texte erzeugt werden von unterschiedlichen Menschen. Das nächste beste Token ist, dann macht es mal diese mal jene Entscheidung, wenn es 6 Auswahl getroffen hat. Und allein dadurch wird, würden die nicht kenne, dafür gesorgt, dass die Ergebnisse nicht echt sind. Und das finde ich also äußerst bedenklich. Dann kann man das wirklich nur noch, sagen wir für germanistische Texte verwenden, für Aufsatz schreiben oder so, aber nicht mehr für technische Spezifikationen oder ähnliches, weil die jedes Mal anders sind. Ihre Frage von vorhin, der Haftung. Ja, es ist immer eine leichte Variation drin. Ich sehe das nicht ganz so kritisch. Ja, also ich finde, man kann es in vielen Aspekten sehr gut verwenden. Und vielleicht gucken wir einfach noch mal in ein paar Beispiele rein. Das wäre jetzt mein Vorschlag, wo es sehr gut funktioniert. Und auch ein paar Beispiele, wo ich sagen würde, nee, also da wird es noch eine ganze Weile brauchen, bis es dahin kommt. So, jetzt eine Frage noch online. Hinterlässt man bei der Nutzung von ChatGPT Spuren und wie stark lernt ChatGPT? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Lernen funktioniert sozusagen, also das richtige Training, dieses Deep Learning funktioniert vor allen Dingen auf Knopfdruck, indem ich dann wirklich Sachen durchjage. Das ist das eigentliche Lernen dann. Die Kamera spinnt mal wieder vollständig, sehe ich gerade. Das sehen nur die im Chat. Jetzt hat sie fokussiert. Das Lernen funktioniert insofern nicht dauerhaft, weil die Intelligenz nicht feststellen kann, ob die Antwort richtig war oder falsch war. Aber es gibt eine Art Kurzzeitgedächtnis, was da rein modelliert wird, wahrscheinlich auch irgendwie so ein Mittelfristgedächtnis, das dann Spuren der Nutzung in ChatGPT hinterlässt. Es gab jetzt Bedenken bezüglich dem Hinterlassen von personenbezogenen Daten innerhalb von ChatGPT und da werden die kritisiert. Ich bin ja selber der Datenschutzverantwortliche der TH Deggendorf jetzt seit einigen Wochen. Und ja, ein Problem ist, wir wissen am Ende nicht, was dieses Tool speichert. Das würde aber die DSGVO erfordern, dass wir das genau wissen. Und wenn wir das nicht sagen können, was es speichert, dann dürfen wir es eigentlich nicht nutzen. Aber im Moment hätte ich da nicht so allzu große Bedenken, dass da tonnenweise personenbezogene Daten gespeichert werden. Aber wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nicht. Da ist noch eine Frage im Raum.
Ja, da gibt es, also die Frage war, wenn ich mehrfach nachfrage, merkt ChatGPT dann, dass ich mit der Antwort nicht zufrieden war? Ich habe das selber jetzt noch nicht ausprobiert, da gibt es aber von Christian Rieck, der ist Professor an Uni Hamburg irgendwie so für Spieltheorie, der hat einen YouTube-Kanal und der hat das ausprobiert, ob ChatGPT Sarkasmus erkennt mit irgendeinem Wortwitz, den ich nicht mehr erinnere. Der Wortwitz könnte aber sehr einfach damit aufgelöst werden, dass man annimmt, ein Wort war einfach kurz falsch geschrieben, also ein falscher Buchstabe drin. Und dann hat ChatGPT das erstmal so interpretiert, als wäre da ein Tippfehler drin, weil ja auch Google einfache Tippfehler schlicht und einfach korrigiert und annimmt, das war falsch gemeint. Dann hat er nachgefragt und dann hat ChatGPT geantwortet, ah, jetzt verstehe ich besser, was du meinst. So ziemlich genau war die Formulierung und hat dann bemerkt, oh, da war Sarkasmus in diesem Punkt enthalten. Und das ist übrigens ein Kriterium, Intelligenz zu erkennen, ob jemand kontextuell in der Lage ist, Humor, Sarkasmus und solche Sachen zu erkennen oder ob er sozusagen nur immer das lesen kann, was an der obersten Oberfläche erscheint. Also ja, ChatGPT merkt, wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. So, jetzt muss ich mal hier wieder Freigabe stoppen und was anderes freigeben erstmal. Wo ist denn ChatGPT? Es ist verschwunden. Also nur auf meinem Screen. Irgendwo habe ich den Browser noch. Ja. Also fangen wir mal an mit einer Sache, die überhaupt nicht geht bisher. Weil bisher haben wir viel drüber geredet, was geht. Und zwar habe ich einfach mal eine Aufgabe aus einer meiner Physikklausuren genommen, die grob auf einem Niveau ist wie ein, ich weiß es gar nicht genau, Elftklässler. Ich muss noch teilen oder ist schon drin? Ja, ich muss jetzt erstmal meine Zoom-Leiste wiederfinden. Das ist an diesem kleinen Screen immer etwas lustig. Genau, ich hatte ja erstmal noch Chrome gesucht. Ja, das ist ja alle Fenster anzeigen. Genau, das wurde mir nicht angezeigt. So. Jetzt ist es drin. Also jetzt eine Physikaufgabe mal als Beispiel, was nicht geht. Die Aufgabe ist, glaube ich, auf einem Niveau 11. Klasse in etwa. Und die mache ich hier als so mittelschwere Aufgabe für diejenigen, die im ersten Semester hier mal Grundlagen der Physik hören müssen. Also das sind jetzt einige Sachen. Es geht um einen Skispringer. Ah genau, die Aufgabe, weil meine Sachen Englisch sind, ich wollte auf Deutsch bleiben, die habe ich aus dem Internet, Lifey oder sowas, aber das ist exakt das Niveau. Ich versuche hier sozusagen einen schrägen Wurf zu berechnen in der Physik, das kennen manche vielleicht noch. Also ein Skispringer springt von einer Schanze, das heißt, er fährt erstmal eine Schanze runter, dann kommt er am Ende der Schanze mit einer gewissen Geschwindigkeit an und macht dann seinen Sprung und dann muss er irgendwo landen. Das ist im Wesentlichen die Aufgabe. Jetzt gebe ich ihm das Ganze mal ein. Und drück mal Enter, something went, ich war zu lange inaktiv. Ja, das mag er nicht und dann bricht er die Verbindung mit mir ab. Er braucht Aufmerksamkeit. Nein, also das Tool wird ja sehr stark nachgefragt gerade. Und wenn dann so eine Verbindung zu lang offline war, dann wird die einfach beendet. Und es kann auch sein, dass ich keine komplette Antwort bekomme, dass einfach dann irgendwann die Antwort hängt und dann auch nicht mehr weitergeht. Also das passiert insbesondere, wenn man diese Umsonst-Version nutzt, passiert das häufiger mal. Gerade wenn ich längere Texte schreibe, die brechen einfach nach anderthalb Sätzen ab. So, schauen wir mal. Also jetzt fängt er hier an mit Energieerhaltungssatz und sagt mir was von der Geschwindigkeit, die der Skispringer am Ende der Schanze hat. Und das, was er da ausrechnet, ist, wenn ich das richtig sehe, richtig. Ja, ich habe es jetzt nicht alles nachgerechnet, aber das, was da stand, ist korrekt. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt es in den Sprung. Und das, was da steht, ist alles Quatsch. Ja, es ist alles Quatsch, aber teilweise kommen richtige Argumente, aber der Rechenweg stimmt nicht. Und es ist jetzt einfach lost, aber es merkt gar nicht, dass es lost ist. Sondern es glaubt, es würde richtig rechnen. Und das ist für
Studenten oder Schüler, die das nutzen, eine Riesengefahr, weil die einfach glauben, dass das stimmen würde, vielleicht sogar dann auch sowas im Internet finden und dann anhand dessen lernen. Aber es ist einfach falsch. Ja, es ist schlicht und einfach grundsätzlich falsch. Ich habe mal so ein bisschen rumprobiert. Was geht, sind so Einzeiler. Also wenn ich einfach nur Werte in eine Formel einsetzen muss, das kann ChatGPT rechnen. Ich habe dann zum Beispiel, das hier war jetzt der Skispringer, der mit einer gewissen Anfangsgeschwindigkeit von der Schanze springt. Das kann es nicht rechnen, wenn ich ihm sage, wie lange dauert es eigentlich, bis ein Stein aufkommt, den ich 100 Meter weit runterwerfe. Das kann es richtig rechnen. Das ist mathematisch fast dasselbe, aber im einen Fall, nämlich hier beim Skispringer, muss ich ein Gleichungssystem lösen. Und wenn ich nur den Stein runterwerfe, das ist nur eine Formel, wo Werte eingesetzt werden müssen. Das ist dann ein triviales Gleichungssystem, was aus einer Gleichung besteht. Und insofern dieses triviale Gleichungssystem, wo eine Gleichung berechnet werden müssen, das kann ChatGPT. Was es nicht kann, ist jetzt hier etwas komplexere Gleichungssysteme zu lösen. Aber das ist auch einfach erklärt. ChatGPT kann nicht rechnen. Es ist ein Sprachmodell. Und Sprache ist nicht Rechnen. Das kann sich noch ändern, aber das ist Stand heute. Also solche Sachen gehen nicht. Jetzt mal vielleicht ein Gegenbeispiel, wo man vielleicht auch irgendwo im Bereich der Mathematik unterwegs ist, nämlich ein Bereich aus der Informatik, wo wir ChatGPT mal Code schreiben lassen, weil das ist ja sozusagen mein zweites Hauptfach, die Informatik neben der Physik. Ah, ich habe es gar nicht hier. Ich habe ChatGPT die Aufgabe gegeben. Ja, können wir jetzt reinschreiben. Schreibe mir, wir nehmen mal Visual Basic, weil das ist besser zu lesen als andere Programmiersprachen. Schreibe ein Visual Basic Programm, was das kleinste gemeinsame Vielfache zweier Zahlen, sollte noch natürlicher Zahlen, natürlicher Zahlen M und N berechnet. Ja, ist jetzt halt nichts mit Rechnen, aber es ist Programmieren. Und ich vermute, dass das absolut richtig ist, was da jetzt kommt. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber als ich das zu Hause getestet habe, stimmte es absolut. Und jetzt gucke ich eben rein. Also hier, der Anfang ist richtig, er nimmt zwei Zahlen. Ja gut, das war jetzt einfacher, weil es gibt eine Funktion, berechne KGV, die ist dann hier erklärt. Max, Min. Also ich würde sagen, das stimmt. Ja? Es hat jetzt einfach mal sofort ein Problem gelöst, was bei mir wahrscheinlich so in der Vorlesung am Anfang, gut, ich unterrichte im Moment gar nicht diese Art von Programmierung, was ich aber so am Anfang den Studenten gestellt hätte, um gewisse Konzepte zu machen. Das können die jetzt, ohne einmal drüber nachgedacht zu haben, sich einfach generieren lassen. Ja? Und das funktioniert. Warum funktioniert das? Weil wir haben ein sprachbasiertes Modell und das sind Programmiersprachen, ja, wo die eigentlichen Verkettungen innerhalb dieser Zeilen, die sind sehr simpel. Das ist ja, wenn man hier reinguckt, Gleichheitszeichen, es waren ein paar Multiplikationen, man muss irgendwo, noch nicht mal eine Multiplikation, alles am Ende nur Sprache, ganz wenig Mathematik. Und diese Sachen kann das Modell, ja? Weil die Mathematik dahinter ist sehr trivial, hinter diesem Problem. Und es geht ja eigentlich beim Programmieren darum, das in kleine Schritte zu zerlegen. Und das ist sprachbasiert und das funktioniert sehr gut. Hans. Ja, Frage von Hans Hirl. So aus der Beobachtung raus, wenn man
Sachen nicht trainiert, dann kann man sie nicht richtig. Die Beobachtung war, wenn man nicht mehr im Kopf rechnet, sondern nur mit dem Taschenrechner, kann man am Ende nicht rechnen. Ist so, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, was ich früher rechnen konnte, war irre im Kopf. Ich habe das dann lange nicht mehr trainiert, weil ich auch zwischendurch lange Jahre in der Wirtschaft war, wo es wenig um Rechnen ging, kann ich heute nicht mehr. Unsere Studenten können das auch nicht, so wie alle heutzutage. Man nimmt nur noch einen Taschenrechner. Und die Frage von Hans Hirl war, ist das dann nicht nachteilig für den Menschen irgendwann, wenn wir gewisse Grundfertigkeiten nicht üben? Ja, das ist ein Aspekt, und damit kommen wir eigentlich jetzt zu diesem abschließenden Teil vielleicht auch schon des Vortrags, wo ich über diese Sachen reden wollte. Das ist ein Aspekt, der uns sehr stark beschäftigt. Du sagtest, vor 40 Jahren haben wir das so gelernt. Jetzt würde ich mal sagen, die Art und Weise, wie ich lehre, hat sich zu der Art und Weise, wie ich damals gelernt habe als junger Student, fast nicht verändert. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier überall so Bildschirme und Projektoren im Raum hatten und wir hatten nur Tafeln und Kreide. Ja? Ansonsten ist die Art und Weise, wie das gelehrt wird und was gelehrt wird, sehr ähnlich. Hat sich die Welt in den letzten 30 Jahren nicht verändert? Ist das wirklich sofort? Ist das wirklich noch der richtige Ansatz? Ist das, was für uns wichtig war, auch noch wichtig für die jungen Leute, die wir heute unterrichten? Wir haben faktisch keine befriedigenden Antworten darauf. Ich weiß eins jetzt nach 5 Jahren Professor hier sicher, und das ist, dass ich bei keinem einzigen meiner Studenten genauso ein Verständnis für die Themen bisher habe erreichen können, wie ich das in meinem Kopf habe. Aber ich habe nun mal auch Physik an der Universität studiert und die studieren hier so Ingenieurs, also so gemischte Ingenieurswissenschaften, wo Physik irgendwie ein Aspekt von vielen ist. Ich sollte deswegen wahrscheinlich auch nicht erwarten, dass Sie, dass die Studenten dasselbe konzeptuelle Verständnis von Physik haben, wie ich das nach Physikingenieur, Diplomphysiker und Promotion und dann noch Postdoc und so habe. Das ist wahrscheinlich nicht fair. Aber ich habe es auch noch nie ansatzweise gesehen bei Studenten. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, die kommen trotzdem zum Ziel. Ja, die lösen Probleme ganz anders, als ich das tue. Und manchmal krempelt es mir die Fußnägel hoch. Wenn ich ein Problem zu lösen habe, versuche ich erstmal das Problem zu analysieren und zu verstehen. Und wenn ich das Problem verstanden habe, dann weiß ich in der Regel auch grob, wie ich rangehe und wie ich es lösen muss. Viele Studenten heute machen das anders. Die machen es per Trial and Error. Die googeln das Problem erstmal, finden einen ersten Ansatz, der funktioniert nicht, dann googeln sie es nochmal, dann finden sie einen nächsten Ansatz, dann wird es funktionieren irgendwann. Ist das der überlegene Ansatz? Aus meiner Sicht nicht. Bin ich ein Dinosaurier? Aus meiner Sicht ja. Also langer Rede, kurzer Sinn, wir haben darauf unzureichende Antworten, aber die Existenz dieser Tools wird uns zwingen, unsere Lehre zu verändern. Weil ein anderes Beispiel, was ich eigentlich noch bringen wollte, was ich jetzt aus Zeitgründen nicht bringen werde, einem Schüler einen Aufsatz aufzugeben, ist sinnlos. Mit ChatGPT ist das vollständig sinnlos. ChatGPT wird mir jeden Aufsatz schreiben, den ich mir nur denken kann. Eventuell muss ich noch 3 Iterationen machen und noch Sachen reinbringen lassen, rauswerfen lassen, was auch immer. Aufsätze geht. Was nicht geht oder viel schlechter geht, sind dann zum Beispiel Reime. Also Reime sind dann teilweise eher so auf niederbayerischem Derblecken-Niveau oder noch schlimmer, dass dann wirklich Reime da drin sind, wo man denkt, oh Gott, oh Graus, reim dich oder ich fress dich. Und das geht nicht gut. Aber die Sachen, die das Tool kann, die kann es in der Regel ziemlich gut. Und die Sachen, die es nicht kann, kann es noch nicht. Aber viele Sachen, die für uns ganz normaler Schulstoff wären und abgeprüft werden, sind mit so einem Tool nicht mehr fair prüfbar, zumindest nicht als Hausaufgabe. Und dann stellt sich die große Frage, was sind denn dann überhaupt die Kompetenzen, die jemand haben muss und die wir demjenigen beibringen müssten, damit er solche Tools oder sie solche Tools oder es solche Tools sinnvoll einsetzen kann. Und da haben wir im Moment nur unbefriedigende Antworten drauf. Wir wissen aber eins sicher, und das ist, die Industrie wird sich fundamental verändern, weil das wäre jetzt nochmal ein positiver Aspekt gewesen, den ich wahrscheinlich aus Zeitgründen jetzt nicht mehr zeige, nämlich die Aufgabe, ich trage zu Hause, das ist ein bisschen fußkalt, in meinem Arbeitszimmer immer so Ugg-Boots im Winter. Also habe ich ChatGPT gesagt, schreibe mir 4 Slogans für meinen Online-Shop
für Ackboots. Ja? Und da kommen dann Werbeslogans raus, die könnte ich so direkt verwenden, ja? Wo dann ein Werbetexter sonst wahrscheinlich einen halben Tag nachgedacht hätte und dann was geschrieben hätte. Und jetzt 10 Sekunden, dann hat man das. Ja? Und das ist ein großer Vorteil. Da sind Fragen 1, 2. Ich versuche die Frage nochmal für den Stream zusammenzufassen. Also erstmal eine Aussage. Bisher ist Google ein sehr wichtiges Marketing-Tool und da sucht man sich dann zum Beispiel ein Fahrrad und da bekommt man gewisse Sachen angezeigt. Und das, was man als erstes sieht, ist teilweise dann gesponsert und teilweise allerdings auch anhand von Qualitätskriterien des Anbieters weit nach oben gekommen, weil dessen Seite wirklich gut zu der Anfrage passt. Wie wird sich das denn dann verändern mit solchen Tools? Ich würde zum einen mal sagen, für unsere Generation ist Google, oder hier sind mehrere Generationen im Raum, aber alle, die irgendwie eher oberhalb der 40 sind, für die ist Google das Tool, sowas zu suchen. Das ist für die Generationen drunter überhaupt nicht so. Die Generationen drunter sind vor allen Dingen in Apps unterwegs und die tauschen sich dann vielleicht mit Freunden über Fahrräder aus und dann werden ihnen sofort auch schon die Fahrräder in Instagram angezeigt. Ja, und da ist dann Google überhaupt nicht mehr der wichtigste Kanal, sondern da sind dann die Social-Media-Sachen die wichtigeren Kanäle. Also gerade Modeprodukte, also Mode-Trendprodukte, die werben viel, viel mehr in Social-Media, als sie das bei Google tun, weil das die relevanten Kanäle sind, durch die es reingeht. Und das führt uns dann aber am Ende auch, glaube ich, zu der Frage, welche Rolle spielt KI dabei? Ich meine, die Menschen sind da, wo sie irgendwelche Bedürfnisse befriedigt bekommen. Ja, Social Media befriedigt das Bedürfnis für viele Jugendliche nach Gemeinsamkeit, nach Anerkennung, nach Selbstdarstellung. Ist mir persönlich nicht so wichtig. Ich finde da fast nicht statt. Ich bin dann halt mehr bei Google, weil das meine Bedürfnisse befriedigt. Wenn aber jetzt solche Tools dazu in der Lage sind, meine Bedürfnisse zu befriedigen, dann werde ich wahrscheinlich zunehmend da reingehen und dann wird das mehr und mehr auch zu einem Verkaufs- und Marketing-Tool. Ja, es ist im Moment noch nicht angelegt. Also ich habe noch nicht einmal gesehen, dass mir hier eine Anzeige angezeigt worden wäre. Aber das kann sich ja noch ändern. Ja? Oder auch durch... Es fehlen noch Bilder, das wird relativ bald kommen. Ja. Aber das lässt sich, glaube ich, noch nicht absehen. Wo sich das Marketing fundamental verändern wird, ist, glaube ich, dass es für das Marketing noch weniger als heute wirklich viele Menschen braucht, weil man diese KI hervorragend nutzen kann, um das Marketing auszustatten mit Inhalten. Ja, das können diese Tools hervorragend. Ich war früher bei E.ON, habe da das Digitalteam geleitet. Ich hatte... ich weiß nicht, 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nichts anderes getan haben, als sich um solche Anzeigen zu kümmern. Die braucht es morgen so nicht mehr, sondern da braucht es vielleicht einen, der sich überlegt, was für Slogans brauchen wir, und die hat er in einer halben Stunde fertig. Ja? Agenturen werden einen Teil ihres Geschäftsmodells dadurch verlieren. Ja, ist das schlimm? Weiß man nicht. Also Ja, wir brauchen anderweitige Arbeitskräfte. Also ich glaube, das, was wir hier sehen, hat das Potenzial, unsere Arbeitswelt genauso fundamental zu verändern wie die Erfindung der Computer, wie die Entwicklung der Elektrizität, der Dampfmaschinen vorher, wie die landwirtschaftliche Revolution. Überall haben fundamentale Veränderungen der Arbeitswelt stattgefunden und das hier ist der nächste Schritt. Wir hatten jetzt zunächst die Erosion der einfachen Arbeitstätigkeiten, die innerhalb von Deutschland fast nicht mehr stattfinden. Hier geht jetzt die Erosion weiter in Tätigkeiten, die sehr viel mehr Intelligenz erfordern.
die aber eben nur auf einem durchschnittlichen Intelligenzniveau erforderlich sind. Und dieses durchschnittliche Intelligenzniveau schafft schon dieses 3.5er und ziemlich sicher dann das 4.0er von ChatGPT. Und das heißt, dass ein großer Teil von Tätigkeiten einfach nicht mehr durch Menschen in der Form gemacht werden muss, wie sie es heute tun. Hat das Vorteile, hat das Nachteile? Hatten die bisherigen Veränderungen Vorteile oder Nachteile? Also ich glaube, das muss man balanciert betrachten. Das hat nicht nur Nachteile und das hat nicht nur Vorteile. Ja? Und ein paar Sachen bleiben, glaube ich, sehr schwierig. Ich glaube, es wird immer schwieriger für Menschen, die eben nicht in der Lage sind, höhere Berufe zu ergreifen. Die Anzahl der Tätigkeiten, die für diese Menschen zur Verfügung steht, wird zunehmend geringer. Das setzt sich jetzt bis in höhere Fertigkeitsstufen fort. Und das ist nicht nur gut. Gleichzeitig wird dadurch natürlich auch sehr viel Produktivität gewonnen. Ja, und dadurch wird am Ende auch Wertschöpfung frei, die man anderweitig einsetzen kann. Ja, was dann wirklich passiert und wo diese Wertschöpfung landet, ob das nur in den Taschen der bisherigen Shareholder landet oder ob die Gemeinschaft was davon hat, das ist die große Frage. Das kann man jetzt noch nicht beantworten. Ich habe gewissen Verdacht, was das angeht, aber es ist halt nur meiner. Ja. Von allem, was ich jetzt so verstanden habe, kommt bei mir der Verdacht, dass Journalisten durch ChatGPT weitgehend überflüssig werden könnten, weil das das Herausforderung ist, für politisch korrekt ist. Es ist nicht auf einem zu anspruchsvollen Niveau. Ja, also die Frage war oder die Anmerkung, ob nicht durch so ein Tool Journalismus seine Daseinsberechtigung zumindest in gewissen Bereichen verliert, weil sowas ja automatisch erzeugt werden kann. Ich glaube, dass diese Sichtweise richtig ist, aber wenn ich mir einen Teil der Beiträge in den Medien angucke, dann muss ich auch sagen, die sind heute nicht besser, wie wenn ChatGPT die geschrieben hätte. Und insofern, es ist immer die Frage, ist das ein Verlust? Es gibt natürlich Sachen, die würden wir zutiefst vermissen. Wenn. Tja. Ja. Dass also man überhaupt keinen Aufsatz mehr schreiben lassen muss von Schülern, weil das ja ChatGPT nicht viel besser kann. Das heißt doch auch, dass dann die ganzen Lehrpläne überarbeitet werden müssen an Schulen. Also nicht in der Grundschule, aber zumindest ab der Administration. Ja, also der Kommentar und Frage war, ob nicht dadurch, dass zum Beispiel Aufsätze jetzt von so einem Tool geschrieben werden können, sich die Art und Weise, wie wir lehren, wie Lehrpläne gestaltet sind, fundamental verändern werden. Ja, ich glaube das ganz fest. Es macht keinen Sinn, dass wir Lehre jetzt noch weitere 100 Jahre so fortsetzen, wie wir sie die letzten 100 Jahre gemacht haben. Aber es gibt, glaube ich, noch nicht den klaren Blick darauf, wie es denn genau sein muss, damit es Sinn macht. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, wenn es darum geht, richtige Sachen zu entwickeln, das ist nichts, was die KI kann. Die kann nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Für die gibt es jenseits des Trainings kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir als Menschen werden immer drüber wachen müssen, was kommt da raus? Und was muss ich eigentlich mitbringen, um das zu können? Ja? Diese Spezialisten wird es brauchen. Wie bilden wir die denn aus, wenn die keine Lust mehr haben zu schreiben, wenn die keine Lust mehr haben zu rechnen? Weil wenn jemand die künstliche Intelligenz weiterentwickeln soll, wird er ein gewisses Verständnis von Informatik und Programmieren haben müssen. Wie bringe ich das jemandem bei, der es gar nicht mehr lernen muss, weil er ja ein Tool hat, was das für ihn kann? Ja, ja. Da ist aber noch eine Frage im hinteren Teil des Raums. Ja, also die Frage war, ob KI nicht zunehmend die Daseinsgrundlage von einem Großteil der Bevölkerung entzieht, dadurch, dass die keine Aufgabe mehr haben. Ja, aber das hat ja nicht erst mit KI begonnen. Ja, das ist im Zuge der Industrialisierung über die letzten 200 Jahre erfolgt und es geht jetzt nahtlos weiter und das ist der nächste Schritt. Ja, und die große Frage ist, wie bringt man das im Globalen zusammen, wo wir eben auch Länder haben, die noch nicht mal
da sind, wo wir damals vor 200 Jahren angefangen haben. Ja, also die Schere geht da weit auseinander. Und ich persönlich habe im Moment keine Antwort darauf, wie die Welt aussehen wird. Es gibt natürlich unterschiedliche Konzepte, bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, ja, für alle. Und wer dann mehr haben will, muss mehr arbeiten. Und dann sind alle zumindest mal versorgt. Ob das auf dem gesamten Planeten gehen wird, habe ich im Moment einfach so mathematisch gesehen meine Zweifel, wenn man das gesamte globale Bruttoinlandsprodukt durch die Anzahl der Menschen teilt, dann bleibt nicht so wahnsinnig viel Auskömmliches über. Insofern, das kann man vielleicht für einen gewissen Zeitraum in gewissen Ländern machen. Ob das nachhaltig durchführbar ist, habe ich gewisse Zweifel. Aber wir wissen nicht, was passieren wird. Wir wissen nicht, wie Wertschöpfungsströme zukünftig sein werden. Eine Sache wissen wir ziemlich genau, und das ist das, was in den letzten Jahrzehnten immer passiert ist, nämlich dass sich Wohlstand immer weiter konzentriert hat. Das ist das, was wir über mindestens 50 Jahre, wahrscheinlich mehr, ich weiß jetzt nicht, weil ich dafür kein Spezialist bin, aber das ist das, was immer eine Konstante war, dass Reiche reicher werden und Arme tendenziell ärmer. Und das Tool hat das Potenzial, das nochmal weiter zu pushen. Ja, also der Kommentar war, dass Armut und Analphabetismus zum Beispiel nachgelassen haben. Das ist richtig. Das ist die Frage, wie man drauf schaut. Ja? Also wenn wir uns die Sustainable Development Goals der UN anschauen und wie sich die in den letzten Jahren entwickelt haben, ist der Trend gar nicht schlecht. Wenn ich mir aber anschaue, welchen Anteil am Gesamtvermögen haben eigentlich die Armen und welchen Anteil am Gesamtvermögen haben denn die Reichen, dann stimmt meine Aussage. Ja? Und ich war vor 6 Jahren auf einer Konferenz, die von einem ehemaligen Arbeitgeber von mir, Boston Consulting Group, organisiert wurde, wo, ach, wie heißt er jetzt? Der Nobelpreisträger aus Bangladesch mit dem Mikro, Professor Yunus. Der hat da einen Vortrag gehalten, den ich persönlich sehr interessant fand. Und es ging eigentlich um die Rollenbilder, die die einzelnen Kulturen auf den unterschiedlichen Kontinenten und Erdteilen haben. Wer empfindet sich eigentlich als führend? Da würden wir als Westler und die Amerikaner natürlich sofort sagen, ja, wir sind führend. Ja. Das sehen die Chinesen ein bisschen anders und das sehen auch die Afrikaner ein bisschen anders. Und deswegen wurde da sehr stark über dieses globale Zusammenspiel diskutiert und wer hat eigentlich welche Rolle. Und da hat der Professor Yunus eigentlich so einen Impulsvortrag gehalten und er hat gesagt, und das fand ich damals sehr beeindruckend, wir müssen am Ende eigentlich diesem Bild Einhalt gebieten oder diesem Fakt Einhalt gebieten, dass diejenigen, die sich abgehängt fühlen, nicht jedes Jahr wieder das Gefühl bekommen, jetzt bin ich nochmal im Verhältnis zum anderen einen halben Schritt zurück, dass man zumindest diesen Trend mal umdreht. Ja, und das könnte man tun, allerdings sind wir Menschen ja in der Regel eher gierig. Und meistens haben wir den Euro lieber in unserer Tasche, als dass wir ihn hier auf den Tisch legen und sagen, ich habe genügend, bedient euch. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe die Antwort nicht. Eine Erfahrung, glaube ich, die haben wir schon gemacht, in meiner persönlichen, durch die Industrialisierung hat sich insgesamt der Wohlstand der Welt verbessert und auch die Probleme, die vorhin genannt waren. Nur, es ist, die Reichen sind noch überproportional reicher geworden, also die ganz Reichen. Das ist doch richtig. Aber insgesamt hat die Industrialisierung die Welt vorangebracht. Das wird oft. Die Industrialisierung hat den Wohlstand und die Lebenssicherheit stark vorangebracht und unsere Risiken, ja, definitiv. Hat aber dann gleichzeitig die globalen Risiken für uns auch enorm erhöht. Ja. Mehr Fragen? Was wird denn dieses System von Menschen erfunden gemacht? Ja, wenn es gerecht wird, sind wir dann ausgeliefert oder wie ist das? Ist das ihre Möglichkeiten überhaupt gestiegen? Also, von Amerika geht es aus, aber dahinter stehen Menschen.
Und es kann so grob ausfallen. Das ist dann grundsätzlich beide drei. Ja, also die Frage war, wenn das crasht, wenn der Strom ausfällt, was passiert dann? Also im Moment wird nicht viel passieren, wenn das ist. Ja, dann ist es nicht da. Aber ich meine, ich nutze. Im Moment sind wir noch nicht von diesem System abhängig. Das kann sich ändern. Aber jetzt versuche ich mal zurückzudenken. Ich nutze seit, weiß ich nicht, über 25 Jahren sehr intensiv das Internet. Dass das über länger als mal irgendwie eine halbe Stunde nicht da gewesen wäre oder dass Google mal einen Tag lang nicht online ist, das ist bisher nicht passiert. Ja, das, also zumindest nach meiner Erinnerung nicht. Jetzt müsste ich das recherchieren. Ich könnte ChatGPT fragen, aber dann wäre ich mir nicht sicher, ob die Aussage richtig ist. Ja, ich weiß es nicht, aber davor hätte ich gar nicht so viel Angst, sondern die Frage ist eher, wer hat Zugriff darauf? Und wer profitiert davon? Und da sehe ich eher so den Nachteil im Moment, dass wir in Europa im Moment da nicht stattfinden, sondern das wird stark aus Amerika getrieben und sehr stark aus China getrieben. Also ich habe jetzt nicht über das chinesische Pendant gesprochen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Deutsch kann. Ich habe das noch nicht mal ausprobiert. Aber es ist nicht gesagt, dass ChatGPT und OpenAI dieses Rennen gewinnen wird, weil in China extrem viel auch da rein investiert wird. Das, was wir hier haben, ist frei. Das kostet nichts. Da kann jeder zugreifen. Man muss einfach sich einen Account anlegen. Also das ist notwendig. Mit dem Nachteil eben, dass man nicht auf die neueste Technologie Zugriff hat und dass manchmal die Kommunikation einfach zusammenbricht, was für mich kein Problem ist. Und die kostenpflichtige Sache kostet auch nur $20 oder 20 Euro im Monat. Da war noch eine Frage. Also das weiß ich nicht im Detail, also die Frage erstmal wiederholen für den Stream, es war die Frage nach der Energieintensität, die da im Hintergrund erforderlich ist, um das laufen zu lassen. Ich weiß das nicht im Detail, ich wollte das recherchieren, aber das war bei der Süddeutschen hinter der Bezahlschranke, weil ich da mit einem Freund von mir drüber geredet habe, über exakt dieses Thema. Unabhängig von ChatGPT, der Anteil der Energie, der in Rechenzentren verbraucht wird, der steigt stetig an. Also das ist ein relativ signifikanter Energieanteil schon. Noch spielt das nicht so eine Riesenrolle, weil gewisse andere Sachen einfach sehr viel höher sind. Aber das wächst exponentiell und das wächst mit solchen Sachen noch mal mehr. Ja, mit Energieverbrauch ist heute meistens CO2-Ausstoß auch noch die Folge. Es hängt halt immer davon ab, wie man seinen Energiemix gestaltet. Ja, insofern, also das wird den Bedarf nach Rechenleistung in zentralen Rechenzentren, die über die Welt verteilt sind, nochmal stark befeuern. Wenn jeder das ständig benutzt, also man sieht derzeit, dass die Performance krankt, was immer ein Indiz dafür ist, dass eben nicht genügend Rechnerleistung zur Verfügung steht. Und nochmal das Beispiel Google, dass da nicht sofort eine Antwort kommt, das kennt man nicht. Das wird hier bald auch so sein, nehme ich mal an. Und bei ChatGPT 4.0 hinter der Bezahlschranke ist das nochmal langsamer, weil das wahrscheinlich mit seinen sehr viel mehr Parametern und damit Neuronen sehr viel mehr Strom braucht. Weil jedes Neuron ist am Ende ein Prozessor. Ich vereinfache jetzt mal ganz furchtbar, ganz so ist es nicht, aber da gibt es schon eine lineare Skalierung. Je mehr Neuronen ich in diesem Netz abbilde, desto mehr Prozessoren müssen da auch laufen, mal die Anzahl der Menschen, die das jeden Moment nutzen. Entwicklung von Quantencomputern und ob die uns da helfen. Quantencomputer sind die große Hoffnung, Rechenleistung wahnsinnig nach vorne zu bringen. Sie sind bisher aber sehr schwierig, weil Quantenlogik ist nicht Menschenlogik. Also Computer, normale Computer sind auf Basis von der Boolschen Algebra gebaut, wo ich Und-Verknüpfung habe. Wenn A und B richtig ist, dann soll das und das passieren oder Verknüpfung und Ähnliches. Das ist sehr eindeutig. Und so können wir sehr einfach solche Programme schreiben, weil das für unseren Kopf sehr einfach zu strukturieren ist. Das ist bei der Quantenlogik überhaupt nicht mehr so. Die Quantencomputer, die funktionieren vielleicht technisch. Unser Hauptproblem ist, wir wissen überhaupt nicht, wie wir die programmieren sollen. Wie ich einen trivialen Algorithmus
in die Quantenlogik übertragen kann. Heute ist es meistens eher so, dass man die Probleme, die man den Quantencomputern dann reinfüttert, dass man die den Computern zugeschustert hat. Ob wir das wirklich innerhalb der nächsten Jahre in den Griff bekommen werden, bin ich mir nicht sicher. Aber ich bin auch kein Spezialist für Quantencomputing, aber ich habe letztens mit einem Kollegen von der TH Deggendorf kurz drüber gesprochen. Der hat meine grundsätzlichen Zweifel an der Stelle durchaus ein bisschen befeuert auch. Ja, also diese Quantenverschränkungen, die wir da nutzen, die sind hochkomplex und die sind für uns eigentlich nicht richtig greifbar, weil auch das dann eher so statistische Verteilungen sind. Was aber ein Indiz dafür wäre, dass es gut zu einem neuronalen Netz passt. Ja. Ja, es war ein Kommentar, dass der steigende Energiebedarf uns dann ja vielleicht hilft, dass wir auch unsere Häuser dann heizen können mit der Abwärme. Was die Energiewende angeht, enthebe ich mich hier eines Kommentars. Ich habe über 10 Jahre in der Energiewirtschaft gearbeitet und begreife nicht, was da gerade passiert. Wenn Wünschen zur Norm wird. Ja. Weitere Fragen zu ChatGPT? Frage nicht, aber vielleicht ein kleiner Hinweis, dass der Stromverbrauch von Programmen wirklich zukünftig eine große Rolle spielen wird. Der Stromverbrauch für die Bitcoins, das sind ja glaube ich 20 Millionen oder so, die bisher überhaupt gehandelt werden, ist so groß wie der Stromverbrauch von Dänemark. Ja, ja, das kann sein. Das war Kommentar zum Stromverbrauch. Und dass der Energieverbrauch, der durch das Schürfen von Bitcoins in der Blockchain verursacht wird, dem von Dänemark entspreche. Ich kann das nicht überprüfen, aber ich weiß, wie so ein Rechner aussieht, der Bitcoins schürft, und der hat gehörig Leistung. Muss er haben, weil sonst findet man nichts mehr. Bitcoins schürfen ist so ähnlich wie Primzahlen suchen. Das ist am Anfang ganz einfach. Ja? Es ist 1, 2, 3, dann die 4 ist es nicht, die 5 ist es, die 7 ist es. Die 8 und die 9 nicht mehr, aber dann die 11 und die 13 wieder. Aber das werden dann immer weniger und immer weniger. Und irgendwann muss man sehr lang suchen, bis man eine neue findet. Und irgendwann findet man dann vielleicht auch keine mehr. Ich glaube, der Hauptaufwand steckt in der Verschlüsselung von diesen Blockchains. Die werden ja immer länger. Und je mehr die Bitcoins hin und her gearbeitet hat das Thema. Ja, dann herzlichen Dank. Haben wir noch eine Frage online? Ja.